Core Gamer Production. Hey you guys, willkommen zu Kingdom Hearts 2. Mein Name ist der Rockstar. Ich bin Soul. Und ja, in der letzten Folge haben wir Bell kennengelernt. Und ja, wir sind im Schloss des Biests. Aber irgendwas ist hier Unmysteriöses passiert. Zum Beispiel werden wir von Statuen angegriffen, was ich nicht gutheißen kann. Ich will nicht wissen, was die Gewerkschaft dazu sagt. Wie gesagt, weitermachen. Weitermachen. Ja, okay, keine Ahnung. Vielleicht doch im anderen Korridor oder was? Ja, glaube ich nicht, da kommt man nicht so lang. Ach, okay, wir könnten natürlich auch die Tür nehmen. Eventuell. Man munkelt. Ein Ballsaal! Yes! Lasst uns das Tanzbein schwingen. Der hat das Tanzbein definitiv nicht geschwungen, sonst sähe er nicht so aus. War das schon wieder schwierig? Ich denke ja. Es tut mir leid. Volltreffer. Spitzt Volleyball mit dem Arm, Kerl. Ja, so muss das ja auch. Okay, das mag ich. Also das mit den Abschlussbewegungen, das kann ich nur scheißen. Wenn du den Drive einsetzen willst, musst du nur drauf gehen, ne? Ja. Dann kriegst du hier das zweite Schlüsselschwert und kannst dann ein bisschen abgehen wie ein Zäpfchen und so. Halt, wie man das so macht. Yes, Goofy hat die Angriffskraft wieder gesteigert. Und eine High Potion erhalten. Was war das denn für ein Gelaufe, was er da gerade an den Tag gelegt hat? Tim! Oh, das Scheiße. Es ist vorbei, Tim. Es ist vorbei. Tim. Was macht er da? Er ist ein Engel. Er ist ein fetter Engel. Dreieck musste da. Also es gibt ganz viele Aktionen, die man da anscheinend... Oh, tot. Warum? Weil ich wollte doch diesen verfickten Drive einsetzen. Ja, Heldenform. Du musstest es noch auswählen, aber das Spiel lässt sich nichts auswählen, wenn du getroffen wirst. Weil das Spiel ist nur dumme Sau. Ballsaal. Das lief doch so gut mit uns beiden. Warum tust du mir das an? Ja, ich hatte sowas heute auch. Ich habe auch Final Fantasy vorgeworfen, dass es gegen mich arbeitet und einmal mit mir arbeiten soll, damit das Projekt auch vorangeht. So ungefähr, ja. Dreieck. Weil, wenn er angedüst kommt, Dreieck. Steht dann, genau dann, wenn es da kommt. So. Ja, pass auf, der kommt da, der kommt da. Alles, ja. Okay, nee, er kommt nicht. Er hat sich auf Donaldo eingeschossen. Och, Mann. Potion. Wie? Item. Oder so. Der fette Breakdancer. Er ist down. Fehlen nur noch die Herzlosen und die drei Stück. Ja, gleich kommen nochmal die. Jetzt kommen wir gleich nochmal zwei oder so, oder? Drei. Nö. Okay, es hat sich erledigt. Die anderen beiden haben keinen Bock. Oh doch, doch. Die anderen drei haben doch noch. Musste nur Sache triggern. Ich dachte schon, sie hätten jetzt keine Lust mehr. So nach dem Motto, das ist uns zu doof. Nicht mit mir! Ach, warum drehst du dich um? Ich geb dir gleich deine Schellen. Zuhälter Schelle. Ohne Scheiß, irgendwann will ich mal sowas lesen. Pokémon XY setzt Zuhälter Schelle ein. Das wäre doch was. Du willst der Allerbeste sein, was Zuhälter geht. Schwierig. Aber hallo, du schießt gerade dicke Lebewesen durch die Gegend und zwar mit einem Schlüssel und spielst mit denen Tennis. Schwieriger kann es nicht mehr werden. Ja doch. Ja. Okay, ich glaube im Ballsaal sind wir verkehrt. Oder du kannst da noch raus. Ne, glaube ich nicht. Ist nicht auf Karte. Kannst du nur gucken. Ist ein beeindruckendes Artwork. Die Tür ist abgeschlossen. Ja, ja. Das würde ich jetzt auch behaupten, um das Artwork zu schützen. Aber sowas brauche ich auch. Allerdings nur als Vorhalle, ne? Also wenn die Leute reinkommen, ne? Das Wohnzimmer muss dann dreimal so groß sein. Naja. Na, natürlich. Das Anwesen muss man ja auch aus dem Weltall sehen. Ja, natürlich. Deswegen bauen wir es auch auf einem Asteroiden, der dann nachher um die Erde kreist. Nee, da kommst du her, das ist Bill. Jungs und Mädels, ich hab euch doch hier fertig gemacht. Wir wollen ja hier politisch Donald, korrekt sein. Abwehrkraft, Angriffskraft. Junge, jetzt geht Donald.
Cyanid-Splitter läuft bei uns. Ja, also allmählich, ne, haben wir ein leichtes Problem, weil wir. Ja, nee, wir müssen ja nur ins Gemach kommen. Ja, dann kannst du mir erzählen, was. Wow. Dann kannst du mir erzählen, was. Okay. Und dann geht's raus, glaube ich, ne? Dann verlässt du die Welt. Ja. Okay, nee, dann wird das in dem einen Korridor drin sein, wo. Oder? Geh mal. Bevor ich jetzt hier was Falsches sage. Fragezeichen, 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 ja, sind so immer gut. In der Tat. Und die Ladepause ist auch. Okay, Vorhof. Ist der Vorhof. Oh, wir haben einen Vorhof. Oh, wie Interpretete, ein Vorhof. Ja. Und das ohne. Der feine Herr. Ja, und der feine Herr ist sich zu fein für eine Sonnenuhr. Weißt du? Jetzt fängt es aber an. Ne? Aber Statuen müssen da stehen, ist klar. Ja, natürlich. Natürlich. Weil um die Dekadenz zu zeigen. Dekadenz. Wenigstens gibt es 3 Kisten. Hey, immerhin lernt ihr mit CGP neue Wörter. Lass mir auch erzählen, was du willst. Wenn ist die Konkubine des Biestes. Jetzt fragen sie sich, hä, Konkubine, was ist das? Genau, googelt es. Genau, googelt es. Wir werden es nicht erörtern hier, ne? Nee, weil wir wollen ja, dass ihr auch was. Ihr seid ja fester Teil des Let's Plays. Ja, interaktives Display und so, ne? Genau. Ja. So, im nächsten Teil möchten wir auch wissen hier, was Konkubine, Dekadent und so, ne? Ja, im nächsten Teil werdet ihr abgefragt und in der nächsten Folge wird's Bruchrechnung geben. Was? Ja, und dann sind wir schon bei Integralrechnung. Ja, und dann kommt die Kurvendiskussion. Und dann werden wir uns darum kümmern, wie groß das Universum ist und wie man errechnet, wie schnell es sich ausdehnt. Was? Genau. Mithilfe von Pi. Mithilfe von Pi. Ich weiß, das sind Riesensprünge, aber wir haben vollstes Vertrauen in eure Fähigkeiten. Von daher läuft schon. Davon liegt noch was. Irgendwas Schönes. Irgendein Ei. Irgendwas Glitzerndes. Ja, ohne Scheiß. Wenn ich das so sehe, ne, das ist wie Ostereiersuche. Fängt's direkt an. Junge, ich will Ostern haben. War doch ja, erst. Noch. Ist natürlich schade, dass ein bisschen Gegnerwiederverwertung gemacht wird aus dem ersten Teil, ne? So wie die Klappersoldaten und so, aber ist ja was, das, da muss man sich leider wieder finden. So, ich glaube, aber da geht's raus. Kannst mir nicht erzählen, dass es da nicht rausgeht. Nee, ja. Siehst du? Ich muss auch mal gucken, vielleicht bekomme ich auch bald mal wieder Lust auf Ark und so. Ach, keine Ahnung. Ich verlaufe mich gerade in ganz vielen Spielen wieder. Vielleicht gab es oben eine Tür, die ich nicht gesehen habe. Weil sich irgendwas Neues eröffnet hat. Ja, weil die blaue Tür zum Ballsaal, die habe ich auch nicht gesehen. Da bin ich auch dreimal dran vorbeigelaufen oder so. Aber. So, okay. Die Westhalle. Ich hatte ja vermutet, da hinter den Rüstungen, aber da dürfen wir ja nicht weiter. Ohne Scheiß, diese Klappersoldaten, ne? Die Rüstung, ne? Die laufen ja auch immer wie so ein Huhn ohne Kopf, ne? Na ja, klar. Übrigens, Kinders, wenn ihr jemanden mal sehr verwirren wollt, ne? Dann müsst ihr zu ihm sagen, wenn ihr was Falsches gesagt habt, man möge euch einen Huhn reichen, damit ihr es aufblasen könnt und seine Gedärme in euer Gesicht spritzen. Spätestens danach habt ihr ihn voll zum Konzept gebracht. Mach ich momentan immer. In anderen Streams. Wenn irgendwie was von mir falsch gesagt wurde. Man möge mir einen Huhn reichen. Junge! Durch Half-Life habe ich auch neue Beleidigungen. So Weltraum-Oktopus zum Beispiel. Da habe ich auch schon im letzten Teil gesagt, wenn euch jemand Unrecht macht oder euch zu euch jemand kommt, den ihr nicht mögt, sagt ihr einfach, ey du. Du Weltall-Oktopus, sei jetzt mal leise. Vorbei. Das ist die Dafür besten... wirst du den Gegner so mit davon, dass er erst mit nachdenken muss, was hat der da eigentlich zu mir gesagt? Was noch viel geiler ist, ich erinnere mich an die Beleidigung der 1990er Turtles-Serie. Und Shredder hatte die allergeilsten Beleidigungen. Weil du warst immer das Produkt von irgendwas. Ja, naja, zum Beispiel das Produkt einer Blähung. Beste Typ, Alter, ohne Scheiß. Ich weiß nicht, wer den gesprochen hat, aber dass der bei seiner Rolle ernst bleiben konnte, glaube ich einfach nicht. Die Outtakes würde ich gerne mal sehen. Ja,
Okay, wo könnte man denn noch hier lang gehen? Oh, Situationsboost. Sora geht ab. Schlag sie mal. Ja. Funktioniert nicht. Vielleicht musst du ja alle Gegner triggern und besiegen oder so. Keine Ahnung. Sowas gab es ja auch zuhauf eigentlich. Was im Spiel? Dass man irgendwie erst alle Gegner in dem Raum töten muss und triggern muss. Deswegen, es könnte sein. Ich bin mir aber nicht sicher. Ansonsten muss es ja irgendeinen Trick geben. So, weiß ich nicht. Die Dings ausmachen, weil das ist ja nur das Kellergebäude. Naja, war ja nur dadurch kommen wir weiter. Bestimmt. Hoffe ich. Nee, das war ja das Ding. Da oben standen ja auch nur die Drecks-Dings. Ansonsten quatsch noch mal mit den allen. Vielleicht hilft's ja irgendwie oder so. Ist ja ein Speicherpunkt. Ja, die Speicherpunkte. Also ich muss sagen, die Speicherpunkte diesmal sind sehr, sehr, naja, zur Hauptverteilung. Bitte sprecht oben mit von Uhren. Ach, von Unruh. Unruh. Ah, die geheime Passage. Okay, da oben ist Unruh, die Uhr. Und mit dem müssen wir quatschen. Ah, jetzt ergibt alles Sinn, vielleicht. Sequenz! Auf! In die Ausgangsposition. Entschuldigung, der musste sein. Ich liebe Französisch. Wie sagte Mittermeier immer, wenn Franzosen reden, hört sich alles an wie... Und gleich fick ich dich da hinten auf der Koralle. Es ist aber so. Weil er hat zu Mittermeier, also er hatte einen, nach ruhig, er hatte einen französischen Tauchlehrer und der hat zu ihm immer gesagt, Michel, you dive surveil. Ja, er sagte, alles hört sich irgendwie an wie... Und gleich fick ich dich da hinten auf der Koralle. Was? Beste, ohne Scheiß. Ist manch, okay. Manchmal hauen auch Dinger raus. Ist okay. Ne? Ach, herrlich. Michel, you dive so. Also gut, wir kommen wie hier aus. Ich befürchte, dass wir hier nicht so einfach rausspazieren können. Hier, die, französischer Akzent und so. Die Tür, die am Ende des Ganges liegt, wird nämlich durch eine spezielle Vorrichtung verborgen. Was für eine Vorrichtung. Seht her. Achso, die. Das triggert eine Falle. Die Athen hat sich gesehen. Das hat sie in der Tat. In der Tat? Wenn wir es schaffen, alle Laternen in diesen Durchgang anzuzünden, würde sich die geheime Tür öffnen. Aber wie ihr sehen könnt, brennen die Laternen bereits mit einer verzauberten Flamme. Ihr müsst die verzauberte Flamme löschen, bevor ihr die Laterne auf normale Weise anzünden könnt. Können wir sie dann nicht einfach mit Wasser löschen? Wir haben keinen Wasserzauber, Goofy. Ich befürchte, das allein wird nicht funktionieren. Aber, wenn ihr die Kraft des Lichtes benutzt, dann... Yu-Gi-Oh! It's time to duel! Ich probier's mal mit dem Schlüsselschwert! Ich probiere mal die Schlüssel von Schwert. Bravo! Bravo! Sora, you're dive survey! Um dich verzaubert Flammen zu löschen, nah an die Laterne ran und das Situationskommando alle zusammen benutzen. Alle zusammen, tanzt das Brot. Entschuldigung. Nur noch drei Laternen. Wenn wir gut zusammenarbeiten, haben wir die Tür im Nu geöffnet. Ja, ein Kinderspiel. So leid es mir tut, aber ganz so einfach ist es leider nicht, mon ami. Wir können schließlich nicht erwarten, dass von Unruh ewig dort von dieser Kurbel herabbaumelt. Ich schaff das schon, Lumer. Du hast Wachs in den Armen, nicht ich.
Wenn er müde wird und herunterfällt, werden alle nicht angezündeten Laternen wieder nach oben zur Decke gezogen. Bevor ihr weiter könnt, müsst ihr noch von Unruhen sehen. Wenn er wieder zu Kräften kommt, dann hängt er sich wieder für euch an die Kurbel. Ja. Auf Peppeln gewinnt Herr von Unruhen wieder an Kraft. Ich versuche mir das gerade vorzustellen. Ja, fein, machst du das? Dann wollen wir mal das versuchen. Will ich mal wieder so eine Uhr streicheln? Ja, fein, machst du das? Sing nicht mal an den Schalter. Ah, was? Ey, was für ein Pilz hast du denn gefressen? Ich will ihn auch haben. And be quick about it. Ab geht's. Ah, okay. Da hinten ist eine. Unser auf, Lieblingsfranzose. Auf. Alles zusammen, Dreieck. Dreieck, Dreieck. Nein, doch. Du guckst dich an. Vielleicht sind die anderen Affen nicht da. Ah, okay. Ach, okay, du musst die. Du, ah, das ist aber schwierig. Michelle, your dive Sevel. Das lässt mich jetzt nicht mehr los. Wie ging das nochmal? Was denn? Hier, den Typen. Ja, der muss erst runterfallen. Danach kannst du ihn aufpeppeln. Okay. Dann fahr runter. Jetzt öffne ihn auf. So, jetzt. Nein. Wie viele Erwachenteile haben wir jetzt mittlerweile eigentlich? Genug. Ach, das ist wahrscheinlich. Du musst jetzt quasi auf diese scheiß Dings warten. Auf was denn? Wieder. Ach, auf die Kanne. Die Kanne. Volle Kanne. Die Kanne. Ja, du wirst eh gleich zurück müssen wegen Aufpeppeln. Und ich glaube, du musst hier erstmal alles wegkriechen. Es sind vier. Lügner. Alles Lügen hier, alles Lügen. Genau, ist wie bei Zombieland. Alles leere Versprechungen. Oh, sind meine Twinkies! Warum greifst du mit vier Gang X? Weil ich meine Twinkies haben wollte. Achso. Twinkie, 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 Twinkie. Dann darfst du jetzt erst wieder zu Unruhen ihn mal eben aufpeppeln und dann. Ja, ein bisschen Koks. Diese Laterne passt das schon. Es wäre ja ekelhaft. Überleg mal, die Laternen würden jedes Mal wieder ausgehen, wenn er da. Ne? Ja, aber es wäre gar nicht machbar. Ja. Oh, dann lauf schon mal. Please hurry. Ja, ist eh kaum was drin. Leben hast du voll. Genauso wie MP. Übrigens habe ich gemerkt, die MP, wenn die leer sind. Dann läuft ja dieser rote Balken ab. Mhm. Und wenn der abgelaufen ist, kriegst du die volle MP-Leiste wieder. Okay. Ich weiß jetzt nicht, wie das mit den anderen Charakteren ist, aber. Alles zusammen! Na komm schon, komm schon, komm schon, komm schon! Das war aber knapp. Ja, natürlich, Leben am Limit. Man kennt das ja nicht anders von mir. Ja, nee, eigentlich kennt man sogar noch schlimmer von dir. Also der Hubschrauber, diese Hubschrauber-Sache, die wird mir nie wieder aus dem Kopf gehen. Sind wir fertig? Ui, die geheime Türe sollte sich jetzt öffnen. Aber ich sehe links eine geheime Tür. Nur keine Sorge. Wir müssen nur auf den Steinblock drücken, der dort ein wenig hervorsteht. Das mit den Lampen waren nur zu unserer Unterhaltung. Verstehe. Nun dann, ich werde einen Rundgang durch das Schloss antreten. So lange schon blieb mir das verwehrt. Ich entschuldige mich ebenfalls, meine Lieben. Lass mich raten, ich muss Tee kochen. Seht euch vor den Herzlosen vor. Das Gemach des Herren liegt am hintersten Ende des Westflügels. Ich werde vorausgehen und mit euch und auf euch warten. Mit euch warten, ja, natürlich. Das ergibt voll Sinn.
Auf! Links, rechts, Kiste. Links, rechts, Kiste, alles klar. Luzid. Dieser Gegenstand hat einen Mädchennamen. Weil Luzi ist ein Mädchenname. Ich glaube nicht, dass die die angreifen. Sagte er. Ich vertraue dir nicht. Ohne Scheiß, wir sollten wir jemals irgendwo in so einem Schloss oder so eingesperrt sein, ne? Ach, ich glaube nicht, dass diese Falle triggern wird. Dann wird sie genau triggern. Dann wird es dich treffen, nicht mich. Ja, ich glaube, du musst geradeaus durch. Ich glaube, mehr geht nicht. Ach, wirklich? Wirklich? Ja. Aber ich glaube, die bewegen sie immer noch nicht. Ah. So, dann gucken wir mal, wie das Biest haust. Westflügel. Vorsicht, nicht versehentlich verlassen. Das haben wir im ersten Teil auch sehr schön öfters mal gemacht. So, ups, mal eben was gewechselt. Jetzt fällt. Jungs! Macht mich nicht schwach. Na, sowas von. Oh, ein Finsterschein. Finster, finster. Ein Herzteil. Wir sind bei Zelda. Um Gottes Willen, jetzt dürfen wir Herzteile sammeln. Da bin ich im Übrigen auch am überlegen, ob ich mal Twilight Princess Let's Play sehe. Kann ich mal machen. Ja. Vor allem, ich habe jetzt ein kleines Problem. Ich muss jetzt einen weiteren Splitter kaufen, damit ich die Switch auch noch zusätzlich dran anschließen könnte. Okay. Weil jetzt ist ja alles belegt. Hm. PC, PS4 und Xbox One. Dreierstecker aufgelöst. Entschuldigung, meine ich ja. Ne? Alles andere mache ich ja momentan hier so. Wii und Dings lief ja immer über Komponent. Okay. She's scheming to take everything you have. This castle, your precious rose, and then your life. Trust no one. Feed your anger. Only anger will keep you strong. I've had enough of strength. There's only one thing I want. What? To love and be loved in return. Who could ever love a beast? See? She has accomplices. Ich wusste es immer. Organisation 13 sind eigentlich Sith Lords. Sie nähren gerade die dunkle Seite in ihm. Hey, Prinz. Oh, dear, Master. Jetzt dürfen wir das Biest verdreschen. Also jetzt wird's aber, ne? Und Action! Hilf dem Biest, wieder zu sich zu kommen. Indem du ihn verdrischst. Ja, natürlich. Ah, guck! Kommando, wach auf! Hau ihn kaputt! Ich glaube, das wach auf Kommando solltest du nicht bashen. Weil ich, ja, ich kann's auch nur dann machen, wenn's aktiv wird. Okay. Dann wird das aber ein sehr einfacher Kampf. Gerade. Meine ich nur so, oder? Wie meinst du das? Ich muss ja auch treffen. Aufladen! Bei der aufladen, Macht von Grayskull! Komm zu dir! Bei der Macht von Grayskull! Falsches Universum, Entschuldigung. Cogsworth, what happened? Well, Master, you see, that is, how shall I say, actually... Well, you put everybody down there in that dungeon. I did what? You did. Who was that guy you were talking to? The one in black? He was the man in black.
That's his name. He came from the darkness. He used my anger to control me. He took all my sorrow, my sadness, my pain, and turned it all into rage. There was nothing I could do. I could no longer see the truth. Well, all me. That must be why you threw all of your friends down there into the dungeon. You wanted to make sure that you didn't hurt them, right? Was that it? Was it to protect them? Sure. We know you're good inside. He's right, Master. We've all seen how kind you can be. After all, Beryl can see the goodness in your heart, but I'm afraid you've yet to... Beryl. I've mistreated her. I've mistreated her and been so selfish. She didn't say anything about that. She'd never tell anyone of my cruelty. She's too good. You see, I'm afraid he judges himself far too harshly. Why don't you just go talk to her? Das wäre zu einfach. No excuses. Come on, we'll go with you. Ah! Das Mieste ist in der Gruppe. Ja, würde ich sagen, gehen wir auf jeden Fall noch zu Bellen, auch wenn wir überziehen. Weil ich glaube, dann ist hinten war noch eine Truhe. Ich glaube nämlich, dass wir dann mit der Welt schon fertig sind. Das heißt, wir haben es wieder geschafft. Eine Aufnahmesession, eine Welt. Yes, baby. Wir müssen mal gucken, wie ich nicht zu tun. Wir müssen mal gucken, wie viele Welten es gibt. Vielleicht können wir dann abwägen, wie viele Aufnahmesessions wir noch brauchen. Ungefähr. Von der Rose geht ein mysteriöses Licht aus. Das ist eine rote Rose. Was tut sie? Sie leuchtet rot. Das mit Rainbow hat dich auch echt fertig gemacht, ne? Was denn? Was ist das? Das blaues Licht. Was tut es? Es leuchtet blau. Das kommt doch von Rambo. Ja, meine ich ja. Hä? Stallone im Kopf, aber trotzdem. Call of Duty. Was habe ich gesagt? Call of Duty. Nein, ich habe Rambo gesagt. Oder Rambo, Entschuldigung. Ich habe nur Videospiel, hä? Es kommt doch von Rambo. Hä? Jetzt verwirrst du mich richtig, Alter. Sehr gut. Dann beste Voraussetzung für die nächste Aufnahmesession. Nicht in diesem Spiel. Statu, kannst du mal bitte damit aufhören? Wir kriegen einen halben Herzkasper vom Bildschirm. Ohne Scheiß, ich glaube, wir werden Donald aufgrund seines Belustigungspotenzials diesmal drin behalten. Weil, dass er die ganze Zeit sagt, dass er kommt und vor allem so schnell hintereinander. Donald, du hast die Ausdauer eines Marathonläufers. Ich bin begeistert. Wie gesagt, dann stellt ihn der Böse da bedenkt. Doppelte Rage! Genau, mach doppelte Rage! Ich weiß, dass in zukünftigen Kingdom Hearts Spielen dieser Drive, den wir haben, dass der da quasi mit anderen Charakteren gemacht werden konnte. Also du konntest mit jedem Charakter aus irgendeiner Welt konntest du sowas machen. Das war recht interessant. Meine ich zumindest. Ich meine, das wäre irgendwie bei Burst by Sleep mit drin gewesen. Sicher bin ich mir jetzt aber nicht. Siehst du? Schon wieder. Er ist ein Berserker. Sie war hier oben, oder? Ja. Komm, die Trompetengeist nehme ich mit. Mach mal doppelte Rage. Wir wissen, was das ist. Was denn? Aha. Okay. Ich hab nicht so viel gesehen davon, aber. Nee, ja. Du bist immer noch drin da. Das ist sowas wie der Heldenmodus. Ja, weil du hast jetzt immer noch letzte Rage. Also du kriegst dann bei sowas offensichtlich immer so ein gesonderten Befehlsmenü-Scheiß-Dingens. Möglich, keine Ahnung. Ich auch nicht.
Früher hätte ich gesagt, ich lese meine Beschreibung nach, das funktioniert mir jetzt nicht mehr. Nein, Bell ist weg. Sprecht mit der Dame. Was sagt sie uns? Mit der Kommode, Alter. Die Damenkommode. Herr! Alle sind jetzt in Sicherheit. Wundervoll, vielen Dank. Wo ist Bell? Sie war sehr in Eile. Sie wollte sich auf die Suche nach einem schwarz gekleideten Mann machen. Was? Warum um alles in der Welt tut sie denn nie, was sie hier sage? Ruhig, Luther. Ihr Temperament macht Bell ja geradezu wuschig. Genau das stand da. Genau das stand da. Wir sollten sie besser suchen gehen. Aber okay. Nicht mehr heute. Nee. Wir sagen an dieser sensationellen Stelle, see you guys und seht das nächste Mal, wie es wohl mit Kingdom Hearts 2 weitergeht. Euer Rockstar und Soul von Kogama Production. Leute, wollt ihr kein Video mehr verpassen? Lasst ein Abo da und wenn euch das Video gefallen hat, teilen, Däumchen drunter und für alles andere sind die Kommentare below.